Hallihallöchen, und da sind wir wieder. Ja, mit einer neuen Folge Minecraft auf unserem schönen Server Cube. Ich vergesse immer den Anhängen. Ja, Stadt. Tralala. Valley. Valley, genau. Ich will mal Village sagen oder so, aber es ist ja Valley. Ich weiß gar nicht. Ist das ein Unterschied? Ich glaube schon, ne? So. Dann, ja, den verzauberten Bogen wollte ich ja vorhin nicht reparieren, weil das war Blödsinn, einen kompletten frischen reinzutun, um den angeknacksten verzauberten zu reparieren. Aber jetzt haben wir zwei angeknackste, drum ist das wiederum sinnig, ne? Weil warum soll ich einen vollen Bogen dafür weghauen? Nee, Wenn du das liebster so sagst. Timos. Och, ich sag so viel, wenn der Tag lang ist, habe ich mal gehört. So. Ja, unser Farmer ist auch nicht da. Und wir müssen mal weiter den Berg abbauen. Weil, ja. Weil Baum halt, ne? Wo auch immer dieser war. Meine Orientierung ist fabelhaft, ich weiß, aber ja, was soll's. So, erstmal aus dem Gehege hier raus. Und dann war's hier eigentlich gleich rüber, ne? So schräg. Glaube, es regnet sogar. Sieht jedenfalls ziemlich behangen aus und ich glaube, es ist auch nicht mehr allzu lange Tag. Aber da ist auch schon das Bergchen. Also, der ist ja wirklich nicht groß, ne? Der ist einfach nur weitläufig. Ja, und ich muss mein Optifine auch mal optimieren, damit auch alles wieder fein und schicki aussieht und wir nicht diese schwebenden Blumen mehr haben, die man nur mit diesem Optifine sieht, ohne das andere Zeug da. Dessen Namen ich gerade auch wieder vergessen habe. Ist aber auch vollkommen egal. Nee. Jo. No. Du weißt bestimmt den Namen, ne? So, by the way. Weiß gerade nicht, was du von mir willst, ehrlich gesagt. Es ist so geil. Ja. Kannst auch mit der Wand reden, die ist genauso viel, was du willst von mir. Ich hab euch alle lieb. So, passt. Forge oder so hieß das, Ja. glaube ich. Ja. Womit du Optifine optimierst. Dass du auch alles fein siehst. Nee, Forge ist einfach nur ein Modloader. Modloader. Genau. Also du sagst, man könnte auch diesen Magic-Dings nehmen, ja? Crafting Terminal. Der hat ja auch ein Mod-Dings drin für Modloaden. Ja. Ich weiß auch mal was. Ist ja ein Ding. Ja, ich benutze eigentlich kaum Mods oder irgendwas. Also, ich liebe ja eigentlich so die Vanilla-Variante. Aber naja, gut, es gibt ja auch Hexit und Tralala und so. Habe ich alles noch nie gespielt, so wirklich. Wobei das auch ziemlich viele schöne neue Möglichkeiten ergibt, ne? Was man damit machen kann, aber ich weiß nicht. Viele Sachen kommen ja auch daher, ne? Von diesen ganzen Mods. Ja. Die dann in Vanilla wiederum eingeführt wurden. Weil die Macher haben gesagt, oh geil, das ist ja eigentlich schon eine tolle Idee. Und dann packen wir das doch mal einfach ins Spielchen mit drin. Da kann man ja Bäh! super. Wie eine Kuh, die einen erschreckt. Dickerchen! Was machst denn du? Boah, ey. Ich hab grad nur die zwei Beine hier gesehen, weißt du, und dachte so, schwarze Beine, Enderman oder so. Ich erschrecke mich noch von einer Fliege oder sowas. Das ist traumhaft. Aber naja, gut. Es gibt ja auch Let's Player, die sind durch ihre Schreckhaftigkeit mal bekannt geworden. Ne? Keine Ahnung. Ja, gibt's wirklich. Die einfach mal so ein Horrorspiel spielen, was ja auch nicht gerade so unbedingt meins ist. Und sich vor jedem Pups erschrecken und dann, ja, ne? So lustig war, dass die Leute gesagt haben: Oh, das ist ja cool. Ja, man muss nicht immer nur Skill haben oder eben, ne, so der Harte aus dem Garten sein. Nein, ich bin ja auch der Snoobie. Ne? So. Schuppdiduppdidu. Ja. Also ich glaube, Steine haben wir bald ein paar für dich, ne? Warte mal, ich muss mal gucken, wie hoch wir hier überhaupt sind. Wir sind bei Höhe 65. Und wie hoch wollt ihr das haben? Uah, 64, ne? Ja. Also noch eins tiefer. Gut. Weißt du, was ich gerade
mache, da wird er sich bestimmt ein bisschen wundern. Ich baue gerade die Kisten und so und drunter alles weg. Okay. Ja, dann schwebt das nämlich alles so wunderschön in der Luft rum. Und dann kommt er nachher und sagt so, hä, was ist denn hier los? Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ne? Sonst ist das doch hier alle traurig und nee, das muss ja nicht. So. Und du bist mit deiner schönen Fabrik beschäftigt. Verschäftigt. Ja, ja. Ich bin dann beschäftigt. Gut. Ja, wir können ihn ja auch gleich mal besuchen oder so. Mal gucken, was er so treibt. Ne? Ja, aber wenn er das wüsste, ne? Wer? Ich? Ich. Ach, du weißt es selber nicht. Ja, das ist immer am schönsten, wenn man vorher gar nicht weiß, was man da so treibt, ne? Ist ja auch so, wenn ich baue oder so, dann so lalala. Und mittendrin fällt mir ein, auch Mist, ja, bö. Ich könnte sie eigentlich auch anders bauen, ne? Und dann fängst du von vorne an. Das ist immer so eine schöne Sache. Oder dann sagst du so, irgendwas gefällt mir irgendwie noch nicht daran. Und dann fängst du auch wieder neu an. So, jetzt hier. Pui! Und du Saftgesicht! Ditli. Wie, das war mein letzter Pfeil. Tralalala. Ah! Okay. Ja, komm, hier, spreng den Berg! Bum! Ach nee, Käse. Ja, tut mir leid. Der Blockschaden ist immer noch nicht an. Weil irgendwie gibt es da ein Problem. Schade aber auch. Ja. Daumen. Aber das werden wir wahrscheinlich demnächst dann wieder managen und dann ist das alles schicki. Dann fliegt hier auch alles wieder durch die Luft. Ne? Genau. Der Kollege ist heute so wortkarg, das glaubt ja, kaum. Wenn ich hier was nachgucken muss und so, dann höre ich dir nicht zu. Der hört mir nicht zu. Ich glaube, du guckst den ganzen Tag was nach. Nee, passt ja schon. So, der grummelt mich jetzt schon wieder an hier. Kommt her, frischt was auf dir. Ja, hinten anstellen, bitte. So, du einmal mit der Schippe und du auch noch. Na, kommt ihr her. Bim. Es war ja damals mal geil, wo man hier Dings hatte. Sag mal schnell, wo die, Name fallen mir ein, die Ambosse neu eingepflegt wurden und die ganzen Zauberbücher und so, da konnte man dann auf eine Schippe zum Beispiel Schärfe legen oder so. Das haben sie später dann wieder leider rausgenommen. Hatte ich eine scharfe Schippe. Damit konnte man sogar besser Bäume fällen. Ja, man kann es kaum glauben. Aber es ist tatsächlich so. Autsch, ey. Tja, so eine Frechheit. Von hinten immer hier. Diese bösen Creeper. So. Ja, wir sind ja mal gespannt, was der Dark Frozen nachher sagt, wenn er hier wiederkommt und dann der ganze Berg ist halt weg und seine Truhen und alles schwebt in der Luft rum. Wird ja doch ein bisschen komisch gucken, hoffe ich doch. Was brauche ich für ein Gate? Was brauche ich da jetzt? Für ein Gate? Ja. Wie ein Gate? Hm? Hallöchen. Na, ihr Nudeln. Oh, hallihallo, Fatten hier. Was ist das? Hoffe ich zumindest. Also, ja. Nicht, dass ich wieder verwechsel. ihr klingt ja überhaupt gar nicht ähnlich, ne? Also, nee, der Dark Frozen, aber ja, ich weiß nicht. Wenn man dann eben den einen erwartet und der andere kommt, dann kann das zu Missverständnissen führen. Wo ist denn Frozen schon wieder? Der ist gerade was essen gegangen, weil Hunger. Ah, und so. Ich gehe auch gleich was essen. Aber schön, dass du nochmal vorbeikommst. So, hallo, ich gehe jetzt was essen. Ja, ein paar Minuten habe ich noch. Ich bin jetzt wieder zu Hause und nach dem Essen bin ich auch wieder. Ja. Ist ja alles schicki. Nö, aber. Liegt in der Truhe verrottetes Fleisch. Naja. Falls dann der Dark Frozen nachher kommt und sagt, wo ist denn jetzt der Fatulier wieder? Dann kann ich ihm wenigstens sagen, der ist gerade essen. Hat doch was, ne? Dann wissen wir doch alle wieder Bescheid. So, was das hier? Ne, das ist Sand. Ja, und was hast du jetzt so vor? Was hab ich vor?
Ja, du hast doch ein paar.